Der Deutschlandtakt verspricht bessere Takte und bessere Anschlüsse im Schienenverkehr. Schauen wir uns das genauer an. Die Karte zeigt wichtige Fernverkehrsverbindungen Stand 2022. Ändern wir die Länge der Verbindungen zwischen den Städten mal wieder so, dass sie statt der geografischen Entfernung die Fahrzeit im Fernverkehr repräsentieren. Das verzerrt unsere Karte natürlich ein wenig, aber wir sehen, wie Städte, die mit schnellen Trassen verbunden sind, näher aneinander rücken, während andere, die langsamer verbunden sind, sich voneinander entfernen. Die Dicke der Linien gibt die Taktfrequenz an. Auf den dicksten Linien fahren die ICEs und ICs mindestens zweimal in der Stunde. Mit dem Deutschlandtakt sollen die größten deutschen Städte einen Halbstundentakt im Fernverkehr erhalten. Wie wir sehen, ist das oft schon heute der Fall. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 verkehren die ICEs auch zwischen München und Berlin zweimal pro Stunde. Mit dem Deutschlandtakt fahren dann auch zwischen Frankfurt und Berlin stündlich zwei Züge. Auch Bremen und Aachen erhalten einen Halbstundentakt. Einige Städte wie Trier und Chemnitz werden auch wieder ins Fernverkehrsnetz eingebunden. Vor allem aber sollen durch zahlreiche kleine und große Ausbauten die Fahrzeiten zwischen Knotenbahnhöfen verkürzt werden, zum Beispiel zwischen Singen, Stuttgart, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, Fulda, Erfurt, Bielefeld, Hannover, Dresden, Berlin, Berlin, Stralsund und noch viele weitere. Verkürzt vor allem so, dass die Fahrzeiten gut aufeinander passen und die Züge sich jeweils in den Knotenbahnhöfen treffen, sodass man schnell umsteigen kann. In Reihenform würde daraus dann ein sogenannter integraler Taktfahrplan. In Großstadt A zum Beispiel treffen sich die Züge immer zur halben Stunde. Erst fahren die Regionalzüge ein, in der Animation rot, dann die hellgrauen Fernzüge. Alle Züge warten im Bahnhof, damit die Fahrgäste umsteigen können. Dann fahren erst die Fernzüge los, danach die Regionalzüge. In Großstadt B und C treffen sich die Züge dagegen zur vollen Stunde. Wer zu einem anderen Zeitpunkt am Bahnsteig steht, hat Pech. Damit das funktioniert, müssen die Fahrzeiten zwischen den Städten genau passen. Die Infrastruktur muss also so ausgebaut werden, dass dieser Fahrplan fahrbar wird. Das kann bedeuten, dass für wenige Minuten Beschleunigung viel Geld in die Hand genommen wird. Oder für ein paar mehr Gleise am und im Bahnhof, weil dann ja zur vollen Stunde Züge aller Richtungen auf einmal im Bahnhof stehen sollen. Selbst wenn er den Rest der Zeit vielleicht quasi leer ist. Aber es kann sich auszahlen, wenn dann die Umsteigeverbindungen deutlich besser werden. Grundsätzlich wurde natürlich auch bisher schon womöglich versucht, gute Anschlüsse zu schaffen. Auch dass Züge im Stunden- oder gar Halbstundentakt fahren, ist in Deutschland nichts Neues. Hier sehen wir zum Beispiel die ICEs, die in Mannheim halten. Das ist ein Bahnhof, wo schon heute ICEs zum Umsteigen aufeinander warten, nämlich die aus Karlsruhe und Stuttgart, die dann weiter nach Frankfurt Hauptbahnhof und Flughafen fahren und umgekehrt. Man sieht auch gut, wie viel Zeit dieses Warten am Bahnsteig kostet. Und von den Regionalzügen, die ja bei einem integralen Taktfahrplan in Reihenform nochmal länger warten, reden wir da noch gar nicht. Es kann also gut passieren, dass Umsteigeverbindungen schneller, Direktverbindungen dafür aber langsamer werden. Glücklicherweise ist der Deutschlandtakt nicht wirklich ein idealer integraler Taktfahrplan. In großen Bahnhöfen fahren sowieso so viele Züge in alle Richtungen, dass, wie es so schön heißt, Richtungsanschlüsse fortlaufend hergestellt werden. Und die viel zitierte bessere Merkbarkeit von Abfahrten etwa zur vollen Stunde war vielleicht 1980 ein gewichtiges Argument, als wirklich noch der Mensch im Vorteil war, der das Kursbuch am besten auswendig gelernt hatte, während es heute derjenige ist, der die Fahrplanauskunft-Apps auf seinem Handy am besten bedienen kann. Aber wir haben zu viel vom Fernverkehr geredet. Die Fahrgastzahlen sollen nicht nur im Fernverkehr, sondern auch im Schienennahverkehr bis 2030 verdoppelt werden. Das ist viel wichtiger, denn quasi niemand fährt mit dem ICE. Heute fahren knapp 20 mal mehr Fahrgäste im Schienennahverkehr als im Fernverkehr. Und das ist ja noch ohne den restlichen ÖPNV, also Bus, Straßenbahn, U-Bahn. Und natürlich sind auch die überwiegende Anzahl der Fahrten im motorisierten Individualverkehr Kurzstrecken. 95% der mit dem Auto zurückgelegten Wege sind kürzer als 50 Kilometer. Das Bild ist nicht mehr ganz so eindeutig, wenn man stattdessen die zurückgelegten Kilometer misst, weil dann die längeren Strecken natürlich mehr ins Gewicht fallen. Trotzdem entfallen immer noch über 60% der zurückgelegten Kilometer und damit ganz grob gesagt auch des CO2-Ausstoßes auf Fahrten unter 50 Kilometer.
Schauen wir uns also den Regionalverkehr auf einer Karte an, die quasi alle der rund 6000 Bahnhöfe in Deutschland darstellt. Die Farbe spiegelt die Bedienungshäufigkeit des Bahnhofs im Deutschlandtakt wider. Rot heißt 15 Minuten, dunkelrot 30 Minuten Takt, blaue Stunden und dunkelblau 2 Stunden Takt. Ein flächendeckender Halbstundentakt wäre natürlich schön und ist beispielsweise in Baden-Württemberg auch konkret geplant, zumindest zur Hauptverkehrszeit. Vom Grundangebot des Deutschlandtakts kann man zumindest sagen, dass die überwältigende Mehrheit der Bahnhöfe wenigstens im Stundentakt angebunden ist. Das ist aber auch heute schon oft der Fall, was wir sehen, wenn wir stattdessen die Differenz zwischen dem Fahrplan am Stichtag 1. Juni 2023 und dem Deutschlandtakt darstellen. Nun sind die rötlichen Bahnhöfe diejenigen, die von einer Taktverdichtung profitieren. Wobei diese Karte mit großer Vorsicht zu genießen ist, da wenn ich alle Ungenauigkeiten korrigieren und aktuelle und zukünftige Änderungen berücksichtigen würde, dieses Video erst 2070 fertig werden würde. Falls es nicht vorher schon klar war, der Deutschlandtakt wurde und wird Schritt für Schritt umgesetzt. Es kann daher keine Rede davon sein, dass der Deutschlandtakt auf das Jahr 2070 verschoben ist. Gut möglich natürlich, dass gerade einige der größeren Infrastrukturprojekte noch länger auf sich warten lassen. Es bleibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Wir hören immer, dass in den letzten Jahrzehnten mehr in die Straße als in die Schiene investiert wurde. Und das sind ja nur die Investitionen des Bundes. Auf Landes- und kommunaler Ebene sieht es vermutlich nicht anders, wenn nicht gar schlimmer aus. Auch wenn hier Straßen vielleicht mitunter auch für Verkehrsteilnehmer abgesehen vom motorisierten Individualverkehr einen Nutzen entfalten können. Und es ist ja nun Aufgabe der Länder und Kommunen mit Unterstützung des Bundes, jenseits des Deutschlandtakts im Rahmen des mittlerweile sogenannten Deutschlandangebots auch den straßengebundenen ÖPNV flächendeckend zu verbessern. Fest steht, dass alle Sektoren ihren CO2-Ausstoß seit 1990 um 20% oder mehr gesenkt haben. Alle bis auf den Verkehrssektor, der bisher quasi nichts zu den Klimaschutzbemühungen beigetragen hat. Hier besteht also großer Handlungsbedarf. Insofern ist die Absicht der amtierenden Bundesregierung, die verbindlichen Klimaziele für die einzelnen Sektoren aus dem Klimaschutzgesetz zu streichen und stattdessen nur die Gesamtbilanz zu betrachten, völlig fehlgeleitet und wird hoffentlich nicht so vom Bundestag verabschiedet. Wenn andere Sektoren nicht gerade durch die verblüffende Magie der Technologieoffenheit plötzlich stark negative Emissionen aufweisen, können die Sektoren sich eben nicht gegenseitig helfen, wenn wir den CO2-Ausstoß gegen Null bekommen wollen. Jeder Sektor muss seinen Beitrag leisten, auch der Verkehrssektor, dessen Emissionen wiederum immerhin zu rund 60% aufs Konto privater PKWs gehen.